Die CSU gibt sich gerne als Law-and-Order-Partei, aber ausgerechnet ihr Vorsitzender ignoriert seit Jahren die Rechtsprechung und weigert sich, Dieselfahrverbote in Betracht zu ziehen. Ich hefte mich todesmutig an die Fersen von Markus S. Ich stehe hier mit dem Rechtsanwalt Herrn Petzold vorm Stadelheim, dem Knast in München, denn es könnte sein, dass Söder da bald drin sitzt. Wie würden die ersten Tage in Erzwingungshaft für Söder aussehen? Er würde eingecheckt werden, die werden ärztlich untersucht und müssen sich komplett entkleiden und dürfen auch nichts mitnehmen. Die kriegen dann die Anstaltskleidung. Das dauert manchmal auch schon relativ lang, da hängt man dann rum und weiß nicht, wie es geht. Also ich höre immer wieder Berichte, dass man dann fragt, wie lange sitze ich hier noch? Und dann wird man angeblafft, man habe sich unterzuordnen und nicht so blöde Fragen zu stellen. Man kann alle 3 Tage duschen. Glauben Sie, Markus Söder könnte sich im Knast einer Gang anschließen? Also man sagt, dass manche Gefängnisse tatsächlich so eine Hand von Weißrussen oder irgendwie so, spricht von mafiösen Situationen. Ich glaube aber, dass Söder sich langsam in der Hierarchie hocharbeiten müsste. Und ob er das schafft, das weiß ich nicht. Meine Nachforschungen haben ergeben, Markus S. taucht gerne auf Volksfesten ab. Wir sind gegen Fahrverbote. Sind ja sehr bürgernaher Typ, sich auch normale Berufe vorstellen könnten, so in der Wäscherei zu arbeiten zum Beispiel? Ich habe vorher einen normalen Beruf gehabt. Ich war mal Journalist, also ich habe auch mal beim Fernsehen gearbeitet. Aber das war mir dann zu wenig Arbeit und ich wollte dann doch was Gescheites machen. Wäscherei wäre jetzt zum Beispiel, weil das können Sie ja vielleicht bald machen. Ihnen droht ja Beugehaft, weil Sie sich weigern, Dieselfahrverbote umzusetzen. Ja, ich würde eher sagen, Journalist beim ZDF, da kann man schmutzige Wäsche waschen, das passt auch. Noch schmutzigere als einfach Gesetze nicht umzusetzen? Nee, aber da macht man ja so viel Unsinn und man muss nie Folgen befürchten. Das ist ja der große Vorteil an so einem Job. Ja, man kann ja den ganzen Tag was erzählen wie Sie und keiner ist böse, man bekommt sogar noch Gebühren dafür. Ich habe das Gefühl, Sie dürfen Unsinn machen und müssen Folgen nicht fürchten. Welcher Ministerpräsident stellt sich über das Gesetz? Keiner. Außer Ihnen? Nein, ganz sicher. Also ich finde es auch wirklich cool. Also ein Gericht entscheidet, Dieselfahrverbote anordnen und Sie ignorieren es einfach. Nein, stimmt überhaupt nicht. Wir haben das ja alles geprüft. Haben Sie haben Strafzahlungen gemacht. Und wenn der Staat Strafe zahlt, wo geht das dann hin? An den Staat. Nee, Sie werden ja nicht abgewählt, ich kann ja abgewählt werden. Ich muss mir jeden Tag der Verantwortung stellen. Sie können den ganzen Tag einfach einen schönen Tag machen. Also Sie haben gar keine Angst? Haben Sie, nein, überhaupt nicht. Vom Knast? Nein. Ich habe schon Handschellen dabei. Ja, das können Sie für persönlich andere Dinge verwenden, wenn es Ihnen gefällt. Mache ich auch tatsächlich. Meinen Sie, Herr Söder würde sich im Knast einer Gang anschließen? Einer Gang? Was für einer Gang? Sowas wie die CSU, nur dann halt im Knast. Ich darf ihn ja rausholen. Sie holen ihn raus? Ich hole ihn wieder raus, weil das nur eine Bundesattacke ist und hat nichts mit Bayern zu tun. Aber wenn ein Gericht entscheidet, hier müssen Dieselfahrverbote eingeführt werden, kann man das dann einfach ignorieren? Ja, Gerichtsurteile kann man aber alles nicht ignorieren. Aber Herr Söder kann's. Wo? Der ignoriert es seit 2014. Bei welchem Stadt? In München. In München? Naja, ist halt der Söder, gell? Was willst du? Würden Sie ihn im Knast besuchen? Ja, selbstverständlich. Er würde sogar einen Käsekuchen kriegen. Einen Käsekuchen? Aber ohne eingebaute Pfeile. Ich würde ihn auch retten. Sie würden ihn auch retten? Ja, klar. Also zum Knast fahren, einbrechen, Söder rausholen, alles, fertig. Alles, er kann machen, was er will. Wir sind hinter ihm. Lieber Markus, ne? Dieser Trupp würde ich aus dem Knast befreien. Ich sag mal auch, das A-Team ist in die Jahre gekommen. Und damit zurück ins Studio. Mein Arzt hat mir verboten, mich weiterhin so aufzuregen. Deswegen wollte ich euch allen einfach nur einen schönen Tag wünschen. Oh, Scheiße! Überall lassen die ihre Drecksrequisiten liegen. Und ihr lasst jetzt gefälligst ein beschissenes Abo da.